Die DHV-News vom 13. Mai 2022. NRW-Wahl am Sonntag, wichtig für Legalisierung. Ampelfunk, Legalisierung zu Anfang 2023. Herzlich willkommen bei den DHV News. Das wird wohl mal wieder eine Ausgabe, die ein bisschen länger dauert. Wir haben viele Videoschnipsel, ist viel passiert, ich habe viel zu erzählen, viele Gedanken zu teilen. Unter anderem ist ein Ruck durch Deutschland gegangen, scheint mir. Also nochmal auch der Hinweis auf die Sprungmarken. Ja, wenn euch da zu viel ist, einfach ins nächste Kapitel klicken, die euch interessieren, dann jeweils aussuchen. Und nochmal ein Hinweis auch auf die Tonspur. Ja, ihr könnt auch einfach beim Autofahren, beim Wäscheaufhängen oder sonst was den News zuhören. Ja, dann das hat auch einen Vorteil, dass ihr mich nicht die ganze Zeit angucken müsst dabei. Also das ist auch eine Alternative, ja, wenn die Dinger länger werden hier. So, kommen wir mal zum Global Marihuana Marsch. Kleiner Fast-Abschlussbericht, Zwischenbericht, however, auf jeden Fall die meisten Städte, die meisten Demos haben letzten Samstag schon stattgefunden in 14 Städten in Deutschland. Uns wurden insgesamt 2.500 Teilnehmer gemeldet von überall her. Und wir haben vor allen Dingen gute Presse gehabt. Ja, also das ist dann erfreulich irgendwie, auch wenn die Demos nicht so groß sind. Dafür lohnt sich der ganze Aufwand schon. Eben auch gerade in regionalen Zeitungen, wo wir sonst als Handverband jetzt nicht so unbedingt drinstehen, ja, die Ortsgruppen da vor Ort oder überhaupt die Aktivisten, die Demos organisieren, die bringen uns dann auch da in die Zeitung und tausende von Leuten lesen wieder was von Legalisierung. Es gab auch bundesweit gleichgeschaltete Artikel über DPA, also wirklich wunderbar. Ich habe euch ein paar Beispiele dafür in die Videobeschreibung gepackt. Berichte aus Ulm, Stuttgart, Berlin, Regensburg und Brasilien. Ja, da man mal so die Bandbreite sieht, Global Marihuana Marsch. Und wir zeigen euch mal ein paar Bilder vom Samstag. Wie nice wäre das, wenn wir jetzt nächstes Jahr zum Jubiläum 10. Global Marihuana March. Kriminalisierung sofort. Put your hands in the air if you get high up in here. Ja, vor allen Dingen hatten die Leute Spaß. Da wurde von überall her gute Stimmung gemeldet. Ja, nichts Gegenteiliges, außer in Berlin. In Berlin haben die Teilnehmer übereinstimmend von Polizeiaktionen berichtet, die sie unverhältnismäßig fanden. Also hier nochmal ein kleiner Nachschlag für Berlin. Hier den ersten Redner ankündigen. Hi, guter Hoffnung und trotzdem. Gesetz zur Relegalisierung von Cannabis. Denn anders als das viel, da ziehe ich mir alle drei Minuten jemanden.
Wir müssen das Unrecht aktuell, also in der Illegalität, in der Prohibition, mit Cannabis ihr Geld verdienen. Verdammt nochmal, gebt endlich das Hanf frei. Wegen Scheißgras kriminalisiert zu werden, macht mal richtig Lärm. Aber ihr kriegt es nicht hin. Wir haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die haben uns gehört und die haben uns gerochen. Positionieren zu der Thematik. Und genau das zeigt, warum wir immer noch protestieren müssen, ja, warum Demos immer noch nötig sind, bis das endlich mal ein Ende hat, solche Art von Repressionen. Und die erste Gelegenheit habt ihr gleich morgen wieder, Samstag, 14. Mai in Oldenburg, Frankfurt und Freiburg gibt es nochmal Demos zum Global Marijuana Marsch. Und Infos dazu findet ihr auf gmm-deutschland.de. Zur NRW-Wahl. Überhaupt Landtagswahlen, ja, Zuschauer hier beim Mannverband kennen das Problem. Die Legalisierung muss auch durch den Bundesrat. Der Bundesrat muss zustimmen. Und zwar mit Ja-Stimme, nicht mit Enthaltung. Und die Mehrheit der Länder, die der Bundesrat vertritt, werden noch von CDU-beteiligten Regierungen geführt. Und die können dann im Prinzip eine Enthaltung erzwingen, jeweils. Das ist so üblich, wenn man sich in der Frage nicht einig ist. Die CDU kann also faktisch im Prinzip die Legalisierung im Bundesrat noch blockieren. Und deswegen haben wir auch dieses Jahr eine besondere Kampagne drauf gesetzt, ja, da die Landtagswahlen umzustimmen sozusagen, ja, dass die CDU in den Landesregierungen möglichst nicht mehr beteiligt ist. Im Saarland hat es gut funktioniert, in Schleswig-Holstein leider nicht. Da ist der Ministerpräsident Günther so ein netter Typ, ja, so ein Wunschschwiegersohn irgendwie, den mussten die Leute wählen, da war nichts zu machen. Aber in NRW, die anstehende Wahl am Sonntag, da sieht die Sache ganz anders aus. Kopf an Kopf rennen, da zählt jede Stimme. Und also auch ihr, ja, weil NRW ist auch eine Vorentscheidung für diese ganze Frage. Wenn NRW verloren geht, sozusagen, weiterhin CDU regiert bleibt, dann haben wir vorerst keine Chance mehr, bis in einem Jahr, im Herbst 2023, erst mit der Hessenwahl, wäre dann die nächste Gelegenheit, wieder die Mehrheit zu kippen der CDU und auch nur dann, wenn Niedersachsen in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahr gut geht. Ja? Umgekehrt ist es aber auch so, wenn NRW jetzt klappt und es wird wieder eine nicht-CDU-beteiligte Regierung, ja, wo die nichts mit zu tun haben, dann haben wir nur noch einen Schritt, eben Niedersachsen diesen Herbst, und dann haben wir es geschafft. Ja, dann hat die CDU nichts mehr zu sagen im Bundesrat, nichts mehr zu blockieren. Und das bleibt dann auch erstmal so, ne, bis das ganze 2023 durch. Da gibt es keine Wahlen mehr, wo irgendwelche Veränderungen zu erwarten sind. Von daher wäre das wirklich wichtig, ja, jetzt in NRW wählen zu gehen. Wir schalten auch zur NRW-Wahl mehr denn je unseren Wahlspot, wo wir die ganze Situation immer erklären mit Bundesrat und Legalisierung und so weiter, wo wir Leute aufrufen, hinzugehen. Findet ihr auch hier im YouTube-Kanal. Und jetzt haben wir hier nochmal eine Kurzversion, will ich euch noch zeigen, die wir ganz kurz vor den Wahlen nochmal rausschieben sozusagen, wenn schon alle Leute, die nicht auf YouTube unterwegs sind, unseren Spot schon 10-mal gesehen haben, ja, den ausführlicheren mit der Erklärung, die dann nochmal getriggert werden, so als geht zur Wahl, nämlich ein Nicht-Skippable hier auf YouTube, ne, kennt ihr, könnt ihr nicht weiterklicken. Das Ding kommt nochmal ganz kurz vor der Wahl, hier ist es. NRW wählt Legalisierung. Die CDU will die Legalisierung im Bundesrat stoppen. Geht wählen und stoppt die CDU. Ja, hier im Kanal, ich glaube, morgen ist der zur Veröffentlichung auch nochmal vorgesehen, dann findet ihr den auch hier bei den Uploads. Insgesamt haben wir in NRW bis heute Morgen, als ich nachgefragt habe, auf YouTube 5,5 Millionen Impressionen gehabt und 510.000 Aufrufe insgesamt für diese Spots. Auf Facebook und Instagram nochmal weitere 1,8 Millionen Ausspielungen
Nur in NRW das Ganze, ja. Also das ist wirklich nicht abwegig, wenn ich sage, die Leute haben schon 10-mal irgendwie einen Spot gesehen, die sich auf YouTube aufhalten und die wissen dann, worum es geht. Ja, da kann man den ruhig mal den Kurzspot noch hinterher schieben. Da haben wir also richtig investiert, fünfstellig, ja, wie wir es angesagt haben, in der Weihnachtsspendenkampagne, dass das einer unserer Schwerpunkte wird dieses Jahr. Und ja, mit ein bisschen Glück bringt es halt die paar Stimmen, die NRW entscheidend verändern können. Ja, geht hin, geht wählen. Wir hatten übrigens auch wieder so ein bescheuertes Problem mit der Zensur, mit den Upload-Filtern hier bei Facebook und bei YouTube. Ja, das wechselt immer mal, welcher Konzern da jetzt mehr sperrt gerade, tagesaktuell quasi. Und diesmal ja, mussten wir einen Spot einsetzen, wo wir uns selbst zensieren mussten, ja, wo wir das Wort Cannabis sowohl schriftlich als auch gesprochen durch Brokkoli ersetzen mussten nochmal. Ja, ging nicht anders. Damit haben die Algorithmen dann kein Problem. Das lassen die durchlaufen. Und davon zeigen wir euch jetzt auch nochmal einen ganz kurzen Ausschnitt mit dieser Zensurstelle. Ja. Die Bundesregierung will Brokkoli legalisieren. Im Bundestag gibt es dafür die nötige Mehrheit. Das Gesetz wird aber auch die Zustimmung des Bundesrats brauchen. Ja, das nur nebenbei, ja, falls ihr euch gewundert habt, was wir da so einen Brokkoli in dem Spot wollen, ob das nicht albern ist. Ist albern, ja, aber ist halt nun mal so. Wenn ihr also wahlberechtigt seid am Sonntag, ja, guckt euch die Wahlanalyse nochmal an, die wir wie immer auch jetzt wieder für NRW gemacht haben, die Drogenpolitik der Parteien genau analysiert, ja, Wahlprogramme, Wahlprüfsteine, die wir denen geschickt haben und wie die beantwortet haben. Und die Aktivitäten im Parlament, da könnt ihr euch jetzt nochmal umschauen. Ja. Und das ist auch nicht einfach, muss man sagen. Das ist also ja, CDU nicht wählen ist einfach, aber was denn sonst wählen ist nicht so einfach. SPD zum Beispiel in NRW ist ziemlich restriktiv unterwegs. Ganz am Ende, beim letzten Wahlprüfstein, da haben sie dann doch noch gesagt, ja gut, wir befürworten das schon irgendwie auf Bundesebene, was die da machen. Und wir stimmen dann auch zu im Bundesrat. Ja. Aber ansonsten nah an der CDU vom Wording her, also zum Beispiel die Heraufsetzung der THC-Grenze im Straßenverkehr auf einen realistischen Wert, bezeichnen die als Bagatellisierung von Rauschfahrten, SPD, NRW. Diesen gegen privaten Eigenanbau, NRW, SPD, ja, das kommt nicht wirklich eine Wahlempfehlung bei rum. Ist noch gerade so besser als CDU, weil die SPD da den Bundesrat zumindest nicht blockieren wird. Aber auch die anderen sind jetzt nicht wahnsinnig überzeugend. Ja, Grüne, wow, ist okay, haben ein gutes Programm, ist in Ordnung, aber die haben sich im Parlament jetzt auch nicht unbedingt überschlagen vor Aktivität. Da hätte mehr kommen können. Aber sie haben immerhin einen Antrag auf Cannabis-Modellprojekte gestellt im Landtag in NRW und waren damit alleine schon besser als alle anderen. Ja, weil mehr hat sonst auch keiner gemacht. Ja, hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, aber kann man wählen. FDP, ja, ist auch für die Legalisierung natürlich, ne, werden im Bundesrat keinen Ärger machen, aber ansonsten auch eher unterdurchschnittlich gut, sag ich mal, merkwürdig schwammige Antworten in Bezug auf Führerschein und Eigenanbau. Und die Linken wiederum, ja, gutes Programm, inhaltlich tipptopp, aber die waren vorher nicht im Parlament, konnten also auch nicht zeigen, ob sie wirklich was machen und sind jetzt bei den Umfragen irgendwo bei 3% am Rumdümpeln. Kann also gut sein, dass die Stimme dann eben nicht im Parlament landet. Wenn das für euch in Ordnung ist, ja, dann könnt ihr auch die Linken wählen. Aber dann könnt ihr euch auch mal bei den ganzen anderen kleinen Parteien umgucken. Der Hinweis also auch nochmal, die können wir nicht alle analysieren. Ja, aber dann, wenn euch das alles nichts ist, dann guckt euch eben nochmal die ganzen anderen an. Hauptsache, geht wählen, wählt nicht die CDU. Wählt das kleinere Übel, rettet Deutschland, rettet die Legalisierung in Deutschland. Auf euch kommt es jetzt an, NRWler. Ja, also meine Homies, ja, nicht irgendwie patzen jetzt. So, und jetzt aber zum Ruck in Deutschland, ne? Ampelfunk. Also es ist wirklich erstaunlich und erfreulich, welche Dynamik sich da ergeben hat in der Ampelkoalition. Seit letzte Woche eben Lauterbach verkündet hat, dass noch dieses Jahr losgehen soll, dass er in der zweiten Jahreshälfte einen Entwurf für ein Legalisierungsgesetz vorlegen will. Und da hatte ich mich ja noch gefragt, bei welcher Gelegenheit hat er das denn überhaupt verkündet? Ja, ich wusste nichts gesehen von der Pressemitteilung oder so, also auch im Gesundheitsministerium nichts, Lauterbachs Twitter nichts, ja, aber dann haben die anderen Minister getwittert und scheinbar war es wohl so, dass die auf dieser Kabinettsklausur, also Scholz und seine Mannschaft da irgendwie, die haben ja ewig getagt. Und da hat dann eben der Özdemir von Grün und der Buschmann von der FDP den Lauterbach mal zur Seite genommen und haben dem halt erklärt, dass er jetzt nicht nur Bundes-Corona-Minister ist, ja, sondern dass er eben noch für die eine oder andere Kleinigkeit auch zuständig ist und dass das so nicht geht. Ja. Und daraufhin haben die sich dann geeinigt und hat der Lauterbach gesagt, ja gut, machen wir das eben, ne, so. Und hat darauf eben das Go-Signal gegeben an sein Ministerium, wo wir halt lange drauf gedrängt haben. Also es war nicht nur unser Protest sozusagen, sondern eben auch der Druck, der von den Kollegen kam, Abgeordnete wie Minister.
Und der Buschmann hat jetzt noch einen draufgelegt. Ja, das ist im Prinzip die dicke Nachricht der Woche. Zeigen wir euch mal. Ab wann ist Kiffen legal? Karl Lauterbach hat gesagt, er will im Herbst einen Gesetzentwurf vorlegen. Man sagt immer so, wie lange dauert so ein Gesetzgebungsverfahren? Manchmal 6, manchmal 9 Monate. Aber dann werden wir vielleicht im Frühjahr nächsten Jahres eine neue Rechtslage haben. Ja, das ist schon schwer zu glauben. Ja. Frühjahr 2023, nachdem sich vorher alle einig waren, das dauert alles ewig. Ja. Also 2 Jahre Diskussion, also sehen wir auch in Amerika, da dauert das auch 2 Jahre. Ja, das ist nichts Besonderes. Und ich fürchte, diese Aussage von Buschmann hat damit was zu tun, da er sich noch gar nicht intensiv mit den ganzen Details befasst hat, die da irgendwie auf uns zukommen. Das wird bei vielen Statements deutlich, bei ihm, da der nicht wirklich tief in der Materie drinsteckt. Das gilt zum Beispiel auch in Bezug auf die vorgezogene Entkriminalisierung, die er nicht machen will. Und jetzt können wir mal sehen, was er dazu im Bundestag auf Anfrage gesagt hat. Wir haben natürlich durchgeprüft, was man tun kann. Aber die Strafverfolgung, die Staatsanwaltschaften, auch die Praxis der Staatsanwaltschaften wird in den Ländern festgelegt. Jetzt kann man Kritik am Föderalismus üben, aber es ist so, wie es ist. Also die Möglichkeit, die immer wieder diskutiert wird, es gäbe im Justizministerium einen Knopf, den müsste ich nur drücken und dann würde keine Strafverfolgung mehr stattfinden, obwohl wir Straftatbestände haben, die in Kraft sind, die geltendes Recht sind. Diesen Knopf gibt es nicht. Es stimmt, dass die Entkriminalisierung nicht einfach so vom Buschmann befohlen werden kann. Ja, der Minister kann nicht einfach Gesetze ignorieren und umwerfen. Aber er ignoriert halt völlig die offensichtlich naheliegende Möglichkeit, die ja auch von uns und von Lieb und sonst woher überall gesagt wird, einen Satz im Betäubungsmittelgesetz ändern, Besitz einer geringen Menge, wäre jetzt meine Version, von x Gramm, meinetwegen 10 ist nicht strafbar, fertig, ja, zum Eigenverbrauch. Ohne Bundesrat und so einen Satz, Bundestag kann damit einfacher Mehrheit beschließen und gut ist. Das hat überhaupt nichts mit den Ländern zu tun. Ja? Also im Moment könnten die Länder zwar die geringe Menge verändern, wo die Strafverfahren eingestellt werden, aber die können zum Beispiel nicht einfach keine Strafverfahren einleiten. Ja? Das ist Bundesgesetz. Und das kann Herr Buschmann auch initiieren, braucht ein Bundestag halt dafür eine beschlossene Mehrheit. Aber da geht er gar nicht drauf ein. Ja? Ich weiß nicht, ob er das nicht kapiert hat oder ob das irgendwie jetzt so ein Politiker drumherum gelabert ist. Also ich fürchte, der ist relativ weit weg vom Thema. Und dass das, diese ganzen vielen verschiedenen komplizierten Fragen, die die Regulierung mit sich bringt, das kann er nicht vergleichen mit so einem 0815-Gesetz, wenn er sagt, ja normal, so ein Gesetz, hat er gesagt, dauert 6 bis 9 Monate. Aber so ein Gesetz, ja, der meint wahrscheinlich ein normales Standardgesetz, wo sich alle einig sind. Ja, 90% der Gesetze gehen ja durch, auch mit Oppositionszustimmung und so. Das wird überhaupt nicht groß diskutiert. Das ist ja hier was ganz anderes und ist total vielschichtig, betrifft alle möglichen Gesetze. Ich weiß nicht, ob er das irgendwie wirklich auf dem Schirm hat, ja, was für ein Akt das ist. Aber das macht eigentlich auch nichts, ja, auch wenn das nicht so realistisch ist, im Frühjahr 2023 fertig zu sein. Entscheidend ist der Druck, der auf einmal da ist im Kessel, ja, der sich aufbaut da aus der Regierung selbst. Dass die jetzt auf einmal nicht mehr sagen, ja, Corona und so, das geht jetzt nicht, ne, sondern dass die jetzt sagen, so, jetzt, wir wollen jetzt aber in ein paar Monaten fertig sein. Das ist natürlich ein ganz anderes Selbstverständnis. Nicht mehr trödeln, sondern klotzen und das ist wirklich, doll. Und da gibt es jetzt noch ein schönes Detail, meine Lieblingsnachricht der Woche, eigentlich die schönste Nachricht irgendwie noch obendrauf, nämlich ein Beschluss des Haushaltsausschusses des Bundestages. Die haben nämlich, stellen jetzt den nächsten Haushalt auf und haben 1 Million Euro da reingeschrieben für Lauterbach, sein Ministerium, Gesundheitsministerium für Öffentlichkeitsarbeit. Und die kriegt der Lauterbach aber erst, wenn er wirklich schafft, in der zweiten Jahreshälfte diesen Gesetzentwurf vorzulegen. Also ganz süß, ja, so. Das ist so, als würden Eltern quasi ihren Blagen für eine gute Mathearbeit, Noten für eine gute Note versprechen, dass sie dann 2 Stunden länger zocken dürfen am Computer oder sowas. Ne? Also so eine Möhre hingehalten, komm jetzt Lauterbach, mach kriegst 1 Million für dein Ministerium, wenn du das schaffst. Total ungewöhnlich, ja, kann mich nicht daran erinnern, dass ich das in Deutschland schon mal gehört hätte, so eine Aktion. Und also war wohl nicht nur ich der Meinung, dass der Lauterbach da eine Bremse ist, dass der Dinge verzögert, also so verzögert, dass es eigentlich nicht geht. Ja, und schön, dass das hier da auch nochmal deutlich wird, dass das auch, ja, auch im Parlament, also nicht nur bei den Ministerkollegen, ein Thema war. Und auch gut, dass sie von vielen Themen, die Lauterbach hat liegen lassen, die Legalisierung sich rausgesucht haben für diesen Move, ja, für diesen kleinen Anreiz, sag ich mal. Ja. Also die stehen da voll dahinter, die warten da drauf. Und Haushaltsausschuss, okay, klar, die wollen natürlich auch die Steuereinnahmen haben, vielleicht deswegen. Also unsere Ungeduld hat sich übertragen aufs Parlament, so weit sind wir gekommen, das haben wir geschafft.
Jetzt noch mal ein paar Worte zum Drogenbeauftragten Blinert. Da gab es viele Missverständnisse oder mindestens zwei große Missverständnisse diese Woche. Da ist er einfach falsch interpretiert worden. Einmal wurde auch eine Überschrift kam, dass er gegen Eigenanbau wäre. Ja, und das stimmt aber nicht, hat er selber dann auch richtig gestellt. Er ist halt nicht dagegen, sondern sagt einfach nur, dass er nicht nur Eigenanbau will, wie jetzt zum Beispiel Luxemburg das gemacht hat, sondern eben das ganze Programm. Ja, also Eigenanbau und Marktregulierung mit Shops will er haben. Das ist im Umkehrschluss im Prinzip der logische Schlussfolgerung, ja, wenn er sagt, ich meinte eben nicht nur wie in Luxemburg, da meine er eben beides. Soll man so klar sagen, ja, dann wird auch solche Missverständnisse nicht entstehen. Der coole Dude Heidenblut, ja, der war auch wieder aktiv bei dem Thema und hat gezeigt auf Instagram, wie erschrocken er erstmal war, als er die falsche Nachricht zu Blinerts Eigenanbau gesehen hat und dann, wie erleichtert er war, nachdem er dann nachgefragt hatte. Das zweite Missverständnis bezog sich darauf, dass Leute gedacht haben, er hätte gesagt, dass er jetzt überhaupt nichts diskutieren will mit irgendwem und mit Betroffenen schon mal gar nicht und so, sondern alles im stillen Kämmerlein diesen Entwurf da machen will, der Blinert. Ja, und auch das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil er das Gegenteil gesagt hat, ja, er will jetzt einen breiten Konsultationsprozess starten und ja, alle möglichen Verbände, wie uns jetzt zum Beispiel auch Handverband mit einbeziehen, von Zivilgesellschaft war die Rede, also da können wir auch im Wahlvolk an sich drunter verstehen, ja, die Stimmung in sozialen Medien und alles Mögliche. Ja, also er will alles aufnehmen, was geht, auch Institutionen, natürlich auch andere Ministerien und so. Also genau das Gegenteil, breit aufgestellter Diskussionsprozess. So, jedenfalls die Chance auf legalen Eigenanbau, würde ich sagen, ist auch mit diesem Statement weiter gestiegen vom Blinert, ja, da sagt, ja, Eigenanbau will ich auch, weil alle SPD-Fachpolitiker da im Grunde für sind und FDP neuerdings ja auch und die Grünen sowieso. Also eine gute Sache, dass jetzt da was kommt. Nochmal zum Heidenblut, der hat nicht nur Blödsinn gemacht da, von wegen mit seinem Hur, ich habe mich erschreckt und so, sondern der hat auch mal wieder ein Fragestündchen gemacht auf Instagram und wirklich ernsthafte, interessante Antworten gegeben auf diverse Fragen. Unter anderem nochmal gesagt, dass die Führerscheinfrage abgekoppelt werden könnte. Also, dass man das nicht im gesamten Gesetzpaket machen muss. Vielleicht auch so früher fertig sein könnte. Und warum er nicht die Entkriminalisierung vorziehen will. Warum er das für gefährlich hält, für die Legalisierung. Warum er meint, das könnte eventuell eine Gefahr werden, dass die Gesamtlegalisierung nicht mehr kommt. Das erklärt er da. Und ich kann ein bisschen nachvollziehen, was er jetzt überhaupt meint. Ja, dass ich zumindest den Grundgedanken mal verstehen kann, auch wenn ich es nicht so machen würde. Ja. Also das könnt ihr euch nochmal angucken, war ganz interessant. Ungefähr ab der Hälfte geht es um Cannabis. Müsst ihr euch mal ein bisschen reinspulen da, Link in der Videobeschreibung. Interessant auch noch der Punkt internationale Verträge. Er hat nämlich da gesagt, ja, das muss man nicht jetzt kündigen im Juni, das ist sowieso dann, wir sind sowieso das ganze Jahr 23 noch beschäftigt mit der ganzen Diskutiererei und dann reicht das, wenn wir dann entsprechend zum 01.01.24 kündigen. Ja, darauf läuft das dann raus. Und damit widerspricht dann natürlich auch Buschmanns Zeitplan von wegen Anfang 23 ist das fertig. Ja, das also Heidenblut glaubt da offensichtlich nicht dran. Wobei Buschmann eben auch zu den internationalen Verträgen gesagt hat, dass er die eigentlich eher ignorieren will. Hier nochmal dazu ein Ausschnitt. Beispielsweise bei unseren Nachbarn in den Niederlanden, eine wirklich große demokratische Nation, die waren parlamentarisch noch bevor das Großbritannien geworden ist, also wirklich eine vorbildliche Nation, die es geschafft hat, einen guten Weg hinzubekommen. Und wenn ich ganz offen sagen darf, auch was die demokratische und rechtsstaatliche Tradition Kanadas angeht, die ist älter als unsere. Und wenn diese Staaten es hinbekommen, dann kriegen wir es auch hin. Ja, Kanada hat eben den Verstoß gegen die internationalen Verträge durch die Legalisierung einfach ignoriert. Ja, da hat einen bösen Brief gekriegt und das war's. Und dass das eine ernsthafte Option auch für deutsche Minister ist, wo Deutschland immer so ordentlich ist und so, ja, das wundert mich etwas. Dann hat man so internationale Verträge so ja, nicht ernst nimmt, ja, dass man da den formalen Weg nicht gehen will, ist interessant. Okay, was die Legalisierung angeht, kann uns das wurscht sein. Ist nur die Frage, wie man insgesamt mit internationalen Verträgen umgeht. Den Bezug zu Holland ist, finde ich, total unsinnig. Ja, da zeigt man wieder, dass Buschmann nicht so richtig tief im Thema drin ist, dass er das nicht wirklich durchdringt alles. Weil die Niederlande, die haben ja seit Jahrzehnten, sind die kurz vor der Legalisierung stehen geblieben. Die haben den Markt ja gar nicht reguliert, wie wir das machen wollen. Selbst der Besitz geringer Mengen ist da nicht wirklich legal, sondern wird halt geduldet und so weiter. Alles so ein bisschen weggucken, aber nicht wirklich regeln, was ja auch viel kritisiert wird. Und das machen die unter anderem wegen der internationalen Verträge, damit sie nicht dagegen verstoßen. Ja, und er nennt die Niederlande als Beispiel dafür, dass das klappt mit den internationalen Verträgen auch ohne auszutreten. Also das ist kompletter Blödsinn.
Bleibt also spannend, ja. Ist jetzt richtig Dynamik in den Prozess reingekommen. Ja, das macht Spaß, so kann das gerne jede Woche weitergehen. Jetzt gucken wir noch ein bisschen über den Tellerrand nach Thailand erstmal. Da hatte ich letzte Woche schon drin. Da gibt es immer neue dolle Nachrichten, ja, die kaum zu glauben sind. Die setzen da voll auf den Eigenanbau durch die Einwohner. Und da habe ich schon letzte Woche berichtet, dass da erste Lizenzen für den Hanfanbau vergeben worden sind und jede Menge tausende Anträge da vorliegen. Und Anfang Juni soll eben dann Regelung in Kraft treten, die es jedem Haushalt erlaubt, Hanf anzubauen. Und wie das genau geregelt sein soll, da gibt es in den Medien ganz verschiedene Angaben dazu. Ja, mal ist die Rede von höchstens 2% THC, mal nicht. Mal ist die Rede davon, dass man das anmelden muss, auch einen kleinen Anbau privat, dann wieder nicht. Dann war noch, die Pflanzen pro Haushalt sind wohl nicht begrenzt. Da waren sie sich einig, glaube ich. Und in einem Bericht hieß es dann noch, dass nur medizinische Anwendung dann möglich sein soll mit der Ernte, mit den Blüten. Aber ob das jetzt im Sinne asiatischer Kräutermedizin gedacht ist, mit Kräutersüppchen und so gegen Hüsterchen, oder ob man da jetzt vom Arzt ein Rezept braucht oder was, das bleibt unklar. Also viele offene Fragen. Auf jeden Fall hat die Regierung jetzt angekündigt, dass sie zum Start der neuen Regelung 1 Million Hanfpflanzen an die Bevölkerung verteilen will, damit die auch sofort irgendwie alle ein Pflänzchen am Haus stehen haben. Von daher kann das wahrscheinlich nicht allzu restriktiv gehandhabt werden da. Also die wollen die Bevölkerung zum Anbau animieren. Ja, mit ein bisschen komischen, unklaren Bedingungen. Letzter Punkt, USA, glaube ich jedenfalls, aber ein langer Punkt nochmal, weil das geht um Schindluder erstmal, ja. Tolle Überschrift. Als ich gelesen habe, was da los ist auf dem amerikanischen Graumarkt wieder mit Cannabinoiden, habe ich gesagt, oh, die treiben damit Schindluder. Und dann habe ich gedacht, was, Schindluder? Geiles altes Wort, schreibe ich mal hier in die Überschrift rein. Ja, und es geht konkret darum, dass eine Verbraucherschutzorganisation Stichproben von Produkten gezogen hat, die angeblich THC aus Nutzhanf extrahiert haben und dann eben in Produkte eingeführt haben, irgendwelche Tropfen oder was, alle möglichen Produkte mit THC aus Nutzhanf. Das haben die sich angeguckt und zwar nur vom Graumarkt, nicht aus den legalen Shops, aus den regulierten Staaten, sondern in anderen Staaten oder in denselben Staaten ohne regulierte Shops, so auf dem Graumarkt. Und da haben sie halt festgestellt, dass ganz viel nicht passt. Ja, da ist viel synthetisches THC drin gewesen, was nicht eben aus Nutzhanf gezogen wurde. Keine Ahnung, wie sie draus finden. Auf jeden Fall haben sie da draus gefunden. Manchmal enthielten die auch gar kein THC oder viel weniger als angegeben. Manchmal waren noch giftige Stoffe drin, die mit dem Extraktionsprozess irgendwie oder mit dem Genese, mit der Synthese zu tun haben. Ja, also fiese Zeug. Und das triggert bei mir gleich drei oder vier Gedanken, die ich euch mitteilen will. Erstens, Delta-8-THC ist ein Thema. Habe ich letzte Woche schon gezuckt, ob ich euch den Artikel vom Hanf-Magazin mal erzähle, der darüber berichtet, Trend zu Delta-8-THC in den USA. Das soll wohl ein bisschen anders wirken, ein bisschen also weniger stark sein. Wenn man mehr konsumiert, ist es dann halt ähnlich. Mit einer Ausnahme, sagte Hanf-Magazin, dass das psychisch besser verträglich ist für die Leute, die auf THC komisch abdrehen, Angst kriegen, paranoid werden oder sonst was, dann das bei THC 8, Delta 8 nicht so entscheidend ist. Interessanter Trend, auch davon ist die Rede hier in dieser Untersuchung der Proben. Da geht es auch um Delta 8 THC. Interessante Geschichte, die ich mal erwähnt haben wollte. Zweitens, Cannabinoide in Reinform verkaufen. Oder zugesetzt in Produkte als vorherige Auszug, Extrakt also oder Isolat, sagt man, ja, also wo nur ein Cannabinoid rausgezogen wird aus der Pflanze und damit irgendwie gearbeitet wird. Da ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Jetzt gerade auch in Deutschland, wenn die Legalisierung ansteht, die Regulierung des Marktes ansteht. Man sieht, es gibt einen Markt für Isolate, offensichtlich, für einzelne Cannabinoide. Die werden in den USA verkauft, auf dem Graumarkt, aber auch auf dem legalen Markt reguliert. Was fangen wir damit an? Ja, soll das in Deutschland auch so sein? Soll man das auch mitregulieren und sagen, ja, ist legal, kann man im Handfachgeschäft, kann man auch ein Döschen CBN oder CBG kaufen? Oder wollen wir das nur so machen, dass wir das in Produkten zulassen, dass das meinetwegen in Keks ein bisschen was rein darf, aber jetzt nicht so pur? Ja, das werden wir euch fragen auf der Cannabis-Normal-Konferenz. Also als Beispiel dafür, was wir da machen wollen mit euch. Solche Dinge wollen wir mit euch diskutieren. Ja, weil wir nicht einfach so, was wir uns selber dazu aus den Fingern saugen, da im Bundestag demnächst vertreten wollen, wenn dann die Anhörungen losgehen. Sondern wir wollen mal hören, was ihr dazu sagt. Ihr könnt auch unser Eckpunktepapier online direkt kommentieren und dazu eure Meinung abgeben.
Aber am besten geht das natürlich auf der Cannabis-Normalkonferenz, wo wir auch mit einer App dann eine Abstimmung machen werden, wo man einfach sagen kann, ja, nein und so weiter. Ja, meinetwegen nur CBG. Ja, könnt ihr euch noch eigene Fragen ausdenken in den Sessions und sagen, das habt ihr nicht gefragt, das wollen wir aber beantworten. Ja, und dann kriegen wir ein ganz klares Meinungsbild da, wie ihr euch das vorstellt. So, was haben wir noch? Ein Punkt fehlt noch. Da. Und zwar, die Sache mit den Proben durch eine Verbraucherschutzorganisation zeigt auch auf, was der DHV nach der Legalisierung unter anderem tun wird. Ja, das ist ja die Mutter aller FAQs von euch. So, was macht ihr denn nach der Legalisierung? Dann seid ihr arbeitslos. Ja, abgesehen davon, dass ich das unverschämt finde, zu denken, dass wir arbeitslos sind, bloß weil wir den einen Job erfolgreich abgeschlossen haben. Natürlich finden wir einen anderen Job, ja, dann. Aber das ist was anderes. Der DHV wird weiter existieren, der wird was zu tun haben, unter anderem solche Proben machen. Ja, das haben wir ganz oben auf dem Zettel. Solche Aktionen, stichprobenartig, Proben untersuchen lassen, gucken, ob da auch alles mit in Ordnung ist und Verbraucherschutz durchsetzen. Und viertens, ja, wir müssen Cannabis legalisieren, weil diese Probleme da mit den miesen Proben und dem Gift da drin und so weiter nur auf dem Graumarkt aufgetreten ist, aber nicht eben in den regulierten Märkten, in Fachgeschäften. Und wenn wir mal dabei sind, USA, müssen wir auch noch die traurige Nachricht hinterher liefern. 2021 gab es da 107.622 Drogentote. Leute, die im Zusammenhang mit dem Konsum illegaler Drogen gestorben sind. Und das ist eine gewaltige Zahl. Erstmals auch in einem Jahr über 100.000. Und in Deutschland mal zum Vergleich. Ja, wir haben zwar ein bisschen weniger Einwohner, Faktor 3 oder was, aber wir haben 1.000 bis 2.000 Menschen, die jedes Jahr im Zusammenhang mit illegalen Drogen sterben. 1.000 bis 2.000 und die hatten über 100.000. Das ist wirklich eine gewaltige Zahl, ein Riesenproblem. Und dabei spielt das Schmerzmittel Fentanyl eine große Rolle, dass also vor allen Dingen Heroin beigepanscht wird. Und das läuft dann so, dass viele erstmal schmerzmittelabhängig waren, weil die vor Jahren wirklich rausgeschmissen haben, die Schmerzmittel wie verrückt, ja, die Opioide und die Leute alle abhängig geworden sind. Dann auf einmal haben sie das Problem erkannt, dann haben die Ärzte nichts mehr verschrieben. Die Leute haben sich irgendwo Heroin besorgt mit Fentanyl drin, ja, und dann sterben die da dran. Also das ist wirklich abartig. So. Das war's. Mein Zettel ist zu Ende hier. Ja, schlechte Nachricht mal schnell verdrängen und zu den tollen Terminen jetzt übergehen. Nämlich erstens natürlich die drei weiteren Global Marijuana Marches. Aber nee, heute Abend noch, Freitag, für die ganz kurz entschlossenen, Freitag 13. von Karlsruhe, 19 Uhr. Falls wir bis dahin überhaupt online haben, hier die News, ja, wenn das dann noch schafft. Karlsruhe, Treffen der Ortsgruppe. Dann Oldenburg, Freiburg, Frankfurt, Global Marijuana March, Samstag, 14. Mai. Nochmal Oldenburg, Hanfschnack der Ortsgruppe, Sonntag, 15. Mai. In Heidelberg trifft sich die Gruppe, Dienstag, 17. Hamburg genauso, Dienstag, 17. Ortsgruppentreffen. Und Bern, jetzt die große Canna-Trade, mal wieder traditionelle Hanfmesse, altehrwürdig, 20. Mai bis 22. Mai. Dann nochmal Oldenburg, offenes Online-Treffen, 22. Mai. Und Heidelberg, Stammtisch online, 24. Mai. So. Jetzt bin ich fertig, ja. Ich bin gespannt, wie lange das Berg am Ende wird mit den ganzen Schnipseln. Jetzt verabschiede ich mich hier erstmal. Bitte um Likes hier für dieses Video und den Kanal-Abo-Dings. Ja, wird Zeit, dass wir mal wieder irgendwas feiern können, da bei der nächsten Schwelle, 5000er-Schwelle und Glocke aktivieren. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend.